Ein wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder Damien. Hallo Damien. Ich begrüße auch dich, du vor dem Bildschirm. Und ja, was spiele ich heute wieder für ein Let's Play? Es ist heute Crysis 3. Ja. Und ja, ich habe die komische Tutorial schon gespielt. Also nicht wundern, ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Ich hoffe, du hast jetzt Spaß dabei. Das will ich hoffen. Und ich starte meine neue Kampagne. Natürlich spielen wir... Versuche es gar nicht erst, ne? Das machen wir so später. Fordernde Gegner. Wir wollen natürlich fordernde Gegner, oder? Was willst du? Das wäre sonst langweilig. Sonst würdest du dich ja langweilen. Oder ihr zwei. Ich weiß ja nicht, wie viele ihr gerade zugucken. Deswegen sag ich mal du. So, und wir starten mal. Was jetzt hier? Ja, ist ja in Ordnung. Ist in Ordnung. Komm, mach hinne. Ich will spielen. Und du willst dich langweilen. Herzlich willkommen in der Nanosuit Training Simulation. Oh nein, das will ich nicht. Ich muss abbrechen. Das Training ist in. Das habe ich. Also, scheiße, ich hätte das Training vielleicht noch rotten. Scheiße, was ist denn hier los? Tutorial beenden. Das ist besser. Habe ich eben schon gespielt, also brauche ich es nicht. Vor 23 Jahren besetzten die Seth unsere Welt. Wir hielten erstmal das Video an. Ich hielt sie auf. Aber die Cell Corporation nutzte das entstandene Machtvakuum, um ihren Einfluss zu vergrößern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Cell hat alle überrascht. Sogar mich. Sie nennen mich Prophet. Und ich allein weiß, was auf uns zukommt. Cell ist nicht die eigentliche Gefahr. Der mächtigste Alien, der Alpha Seth, lebt noch. Er hat mir die Zukunft gezeigt. Ein Bus im Weltraum. Das ist doch schön. Wobei die Menschen nicht immer alles halt auch Weltall schießen sollen. Woran ich glaube. Echt mal. Dass für einen guten Soldaten nur eines zählt. Eine einzige Frage. Was ist man bereit zu opfern? Vergessen Sie mich nicht. Als Sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde die Kampfmaschine Prophet. Als mich mein eigener Körper aufhielt, opferte ich auch ihn wie ein defektes Ersatzteil. Der Sieg hat einen Preis. Man bezahlt jedes Mal etwas mehr. Ich habe gesehen, was kommen wird. Und ich konnte es nicht mehr aufhalten. Wenn die größte Kampfmaschine versagt, was tun wir dann? Was mache ich? Ja, im All herumschweben, würde ich mal sagen, oder? Mann, oh Mann. Rebellenbewegung im Turm, westlich der 33. Straße. Ist vermutlich nicht.
aber seid vorsichtig. Der Kerl da bei euch ist gefährlich. Over. Rocker Hunter 3, wir haben alles im Griff. Heute Nacht kommt nichts auf dieses Boot. Over. Es lebt! Es lebt! Okay. Jetzt geht da angeblich das Spiel los hier. Ich will's mal hoffen. Und wie fandest du das Video? Ich hoffe genauso gut wie ich. Wobei, dass ich mit den Dings nicht verstanden habe. Mit dem Weltraum. Wie ist der da hochgekommen? Genauso wie der Bus. Oder die kaputte Ampel. Fragen über Fragen. Ich hoffe, sie werden alle geklärt. Wenn du dich fragst, warum ich nicht in der Mehrzahl spreche von allen, ich habe mir gedacht, ich spreche die Person persönlich an, die das Video guckt, also wundert dich nicht. Viele sagen mal ihr YouTuber und so, aber es gucken ja nicht alle YouTuber gleichzeitig dieses Video an. Es ist ja meistens nur einer oder zwei, die sich zusammen Video angucken. Da kann ich die doch ansprechen und nicht alle auf einmal. Ich spreche dich an, genau, nur dich, und ich drücke jetzt Enter. Das da steht. Ich hoffe, du hast Spaß. Ich hoffe, du musst, wenn ich übel, wenn ich schlecht bin. Hier. Nein! Ich gebe euch Deckung. So, ich habe schon mal eine Waffe. So. Aufpassen. Okay, alles klar. Vorwärts! Lauf mal. Ein stürmischer Regen hier. Bandit, ihr lenkt sie ab. Prop, geht hier. So, ich mach noch mal ein bisschen, ich mach vielleicht noch mal ein bisschen lauter Sound. Achso, das ist wieder auf Dings. So, übernehmen. Romeo Actual, hier ist Romeo 1. Das ist jetzt irgendwie, ist es immer noch genauso laut, oder? Over. So, ich folge mal Psycho Romeo aus dem ersten Teil. Da müssen wir dich reinnehmen, in den Dom. Das sieht nach Krieg aus. Der Alpha Chef? Nein. Natürlich an die Typen, die dich in Sibirien mit Harbold vollgepumpt haben. Die Typen, die dich für was weiß ich wie lange kalt gestellt haben. Die Typen, die mich geskinnt haben. Und die dasselbe mit dir vorhatten. Sal, diese Typen. Ah ja. Ah, vergiss das. Geil. Ich möchte Dinge jetzt drücken. Abmusterung läuft. Was ist das eigentlich? Ein Dom. Ich
Der Star vom Buch. So. Zeig mal her hier. Was gibt's denn hier? Ich kann auch meine Waffe auch noch ausrüsten, habe ich schon nichts gedacht. So. Scheiße. Ja, wir wollen mal leise sein. Na, oh, Bildschirme. Das Überraschungsfeuer ist unsere einzige Chance. Niemand wäre so verrückt, das zu versuchen. Ja, los, dann nochmal. Go jetzt hier. Erledigen wir sie leise. Die haben Eingreifteams bereitstellen. Oh, eine Waffe. Hört ihr das? Datenfeld aktiviert. Was für eine Entladung? Und ich von meinem Zug. So, wir schalten sie mal aus.